Hallo Leute, das heutige Thema ist mal, wir reden heute über alle Werkstattbereiche und den heutigen Tipp oder den heutigen Thema kam von diesem Kommentar hier, den werde ich hier mal einblenden. Dafür kam ein Tipp für dieses Thema hier heute, also schon mal vielen Dank dafür. So, fangen wir mal sofort an. Es gibt ja in so einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung mehrere Bereiche, wo man arbeiten kann. Hauptsächlich gibt da Montagegruppe. Da sind zum Beispiel solche Tüte, die man halbe gewisse Teile reinpacken muss, wie zum Beispiel Schraube muss man dann eine gewisse Tüte sortieren, wie zum Beispiel in eine Tüte kommen 5 Schraube rein. Und so ist das bei mehreren, viele Kleinteile oder bei Kleinarbeiten dort auch. Da kommen wir zu einer anderen Gruppe, da ist zwar natürlich auch immer noch Montage, weil dort gibt wirklich viele Montagearbeit, die man machen kann. Es ist wirklich viele unterschiedliche Sachen, die man dort, sag ich mal, arbeiten kann. Zum Beispiel in die andere Abteilung ist das so, man muss da so Wasserhähne mit viele kleine Arbeitsschritte zusammenbauen, prüfen, ob das Ganze dicht ist. Da ist die zweite Abteilung mit etwas größeren Teilen, die man dort machen kann. Halbe Wasserhähne zusammenbauen und halbe zusammen zu verpacken. Einmal dies. Dort gibt es natürlich auch mehrere Arbeiten, wo man gewisse Dinge, sag ich mal, schrauben kann. Zum Beispiel so ein Metallding und ein Plastikteil. Die kann man da aufeinander schrauben in so eine Halterung oder an eine Maschine zum Beispiel. Dann gibt es dort noch die Alu. Die Alu macht man dann zum Beispiel andere Tätigkeiten, hauptsächlich mit Metall. Metallarbeiten macht man dort. Man muss dann Metall sägen oder auch Metallstanzen zum Beispiel kann man dort machen. Hauptsächlich dort. Und natürlich gibt dort nur Arbeiten, wo man zum Beispiel Kartons falten tut, zum Beispiel sich schon mal fertig machen tut, für eben die dann weiter zu verschicken. Und dann kommen wir dort halt eben dann in dem Fall dann die Armatur rein. Dort sind wie gesagt die Wasserhähne, die man dann vorher schon zusammengebaut habe, um zu verpacken mit Anleitung und so, um die dann eben dann später weiter zu verkaufen. Wenn das Ganze dann später dann in Geschäft kommen tut oder halt eben, wenn die jetzt online verkaufen zum Beispiel. Dann gibt es dort noch die Gärtnerei. Bei der Gärtnerei macht man hauptsächlich, kennt mich nicht ganz so gut aus, weil dort war ich noch nie. Dort die Gärtnerei zum Beispiel tut man eben, wie schon gesagt, Blumenpflanze oder eigene Pflanze dort Pflanze oder auch wie zum Beispiel die Rebe, also zum Beispiel, da gibt dort noch Bereiche, wo man dann, sag ich mal, Traube pflücken muss oder eben daraus, sag ich mal, Wein machen tut oder so, halbe, das machen wir dann hauptsächlich in die Gärtnerei, hauptsächlich Blumenpflanze und halt eben dort tut ihr eigene Pflanze machen und die dann auch, sag ich mal, als Blume zum Beispiel dort selber auch wieder verkaufen. Dort gibt es auch ein kleines Geschäft für die Gärtnerei, wo eben dann die Sache, die fertig sind, wieder verkauft werden, die Sache, die angepflanzt werde. Dann gibt es dort noch was mit Tiere, wie zum Beispiel mit Pferde. Dort muss man hauptsächlich die Ställe ausmisten von die Pferde und den Mist halt eben dann rüberfahre und halt eben das Ganze wieder einstreue oder auch die Pferde sauber machen. Da ist einmal der Bereich mit die Pferde. Welche Bereiche gibt es da noch? Das war eigentlich in dem Bereich, in die Werkstatt, wie ich bin, war das eigentlich fast so alle Bereiche. Bereiche mit PCs oder Computer gibt es dort eigentlich selten. Aber dort gibt es noch zum Beispiel einen Bereich Küche. Dort wird eben dann in viele, also einige Werkstätten wird das Essen einfach geliefert und die Leute oder die Menschen mit Behinderung geben das Essen dann aus an die Mitarbeiter, wenn die um 12 zum Beispiel Pause haben. Einmal das. Und dann gibt es dort noch Küche auch für Menschen mit Behinderung, wo eben Menschen mit Behinderung arbeiten. Die kochen zum Beispiel alles selber, die machen alles frisch. Da gibt es einmal 2 Bereiche. Einmal da, wo das Essen einfach geliefert wird und einmal da, wo das Essen frisch gekocht wird für alle Mitarbeiter.
So könnt ihr euch das Ganze mal vorstellen. Das war zum Beispiel den Küchenbereich. Und da gibt noch bestimmt noch eine andere Werkstätte, wo ich leider nicht war, auch noch andere Arbeiten. Aber hauptsächlich sind das jetzt die Bereiche, die ich gerade gesagt habe. Also hauptsächlich sind das jetzt die Bereiche, die ich, wie gesagt, vorhin gerade gesagt habe. Dort die Bereiche gibt es eigentlich in fast jede Behindertenwerkstatt. Wie gesagt, hauptsächlich Montage kann man dort machen, also Montagearbeiten, wie ich das Ganze erklärt habe. Andere Bereiche fallen mir dort gerade nicht ein für euch. Aber falls ihr noch Bereiche für das haben sollte, könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare gerne mal hinschreiben. Dort war, wie gesagt, eigentlich so gut wie alle Bereiche. Da in die Werkstatt, wo ich gearbeitet habe, gibt es hauptsächlich die Bereiche, die ich gerade gesagt habe. Was eine andere Werkstatt für Arbeiten gebe, weiß ich nicht ganz genau. Gibt es schon andere Werkstätten, die haben noch gewisse andere Tätigkeiten zu machen. Aber die Werkstatt, wo ich jetzt bin, gibt hauptsächlich die Bereiche. Und wie gesagt, Montage gibt es eigentlich in jede Werkstatt hauptsächlich. Und einen Bereich habe ich, glaube ich, noch für das. Dort gibt es noch die Schreinerei. Dort arbeiten die hauptsächlich mit Holz, Schreinerei. Da machen die zum Beispiel Tische oder Stühle oder andere Produkte, die ich dort herstelle. Wie zum Beispiel ein Stuhl vielleicht oder so ähnlich. So, das sind eigentlich alle Bereiche, die ich gerade aufgezählt habe. Falls ihr irgendeinen Bereich für das haben sollte, könnt ihr es gerne mal unten in die Kommentare gerne mal darüber etwas sagen. Und je nachdem viele Bereiche von euch vielleicht da noch zusammenkommen, hier unter den Kommentaren. Falls noch in eine andere Werkstatt für Menschen mit Behinderung noch andere Bereiche geben sollte, könnt ihr das gerne mal hier runter schreiben und dann kommt darüber vielleicht dann nochmal ein zweiter Teil. Gut, dann sage ich mal, hier möchte ich das Video gerne mal beenden. Könnt das Video gerne liken und meinen Kanal gerne abonnieren. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, könnt ihr gerne mal die Glocke aktivieren. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!